Herzlich willkommen zur 9. Folge Nikos Gigs. Heute ganz behindert, weil wir sind heute in der Schule gewesen, um halt uns die Aula anzugucken, wo wir eigentlich das ganze Konzert machen wollen, aber der Witz ist, es gibt zwei Aulen. Ist das der richtige Plural? Aulen? Aulasse. Aulasse? Es gibt zwei Aulasse. Genau. Einmal mit Trast drin, einmal ohne. Die mit Trast, aber irgendwo ganz weit oben ohne Fahrstuhl und die ohne Trast ist halt da unten. Beide wollten wir uns angucken und in beiden waren Schüler, in beiden waren Leute drin. Deswegen konnten wir das nicht. Sind halt nur so ein bisschen rein, so heimlich ein paar Fotos gemacht. Müssen sie wieder verpinkeln. Aber, und dann mal haben wir, da wollten wir zum Schulleiter. Ja, der war nicht da. Dann sind wir woanders hin, kam zurück, dann war er zum Glück da. Also irgendwie hatten wir heute so halb Pech und halb Glück, aber der Gig wird geil. Das kann man so stehen lassen, oder? Der Gig, das wird geil. Sieht aus wie Hogwarts. Auch mit den Beulen so. Schön. Hier, genau. Simsalabim und Fokus. After Effects. Kannst ja machen. Ja. Also Leute, ja, wir haben heute ist ein großer Tag. Heute ist ein großer Tag. Ja, ich stelle euch auch noch unseren neuen Techniker vor, Dennis. Guten Tag. Wir haben heute auch geklärt, dass wir Haze haben können. Ja, für die Veranstaltung und ohne Haze geklärt haben. Oha, Surprise. Ja, Erik hat schon sehr ganz, ganz toll, wundervoll geklärt. Kannst du mal aufhören zu nerven? Guck ihn dir an. Richtiges Spielchen. Nein, heute war die Besichtigung, in drei Wochen geht das Konzert los. Wir haben jetzt erstmal noch geguckt, wo wir ein paar Trassstäher hinstellen für den M-Break und so. Und jetzt. Guck mal, wie das aussieht. Was machst du denn da? Mach das nicht kaputt. Ja, Leute, noch zwei Tage bis zum Konzert und natürlich muss das ganze Material, was wir ja auch heute auch schon übrigens verladen, was ihr gleich sehen werdet, natürlich vorher buchen. Haben wir schon Wochen vorher gemacht, aber nochmal alles final habe ich praktisch nochmal gebucht. Praktisch alles, was wir brauchen, Voice Acoustic Anlage, die ganzen Mikrofone, Speaker-Kabel, NF-Kabel, muss ja alles genau gelistet sein. Also hier Endstufen und so weiter, hier Transportkit für die Voice Acoustic Anlage. Auf jeden Fall, wirklich, das ist ganz, ganz wichtig, müsst ihr euch merken, wenn ihr so Gigs macht, gerade wenn die größer werden, macht euch Packlisten, macht euch wirklich strukturierte Listen, dass ihr nichts vergessen könnt, weil ihr habt bei der Planung habt ihr genug Zeit, darüber nachzudenken, okay, ich schließe das so an, ich hänge es daran, was brauche ich, um es daran zu hängen, um es zu sichern und was brauche ich dafür und dafür. Wenn ihr das alles nicht macht und so grob Sachen reinballert und Sachen vergesst und ihr fahrt ein paar Stunden raus oder irgendwo, ist das scheiße, und egal wie weit. Es kommt für den Kunden immer scheiße, wenn ihr nochmal zurück muss, um was zu holen. Das ist saupeinlich, das ist einfach nicht gut. Deswegen gewöhnt euch an, alles vorher wirklich zu planen. Es ist auch also für die das oder Veranstaltungstechniker unter euch, die das öfter machen oder ja nebenberuflich, hauptberuflich sogar, kann ich euch empfehlen, nehmt euch ein Buchungsprogramm. Auf jeden Fall irgendwie ein Joy-Hire-Programm, ein Artikelprogramm, dass ihr alles buchen könnt und verwalten könnt. Ich habe zum Beispiel das Programm Musikerjob, also es ist kein Programm, es ist browserbasiert, was sehr geil ist, weil du halt überall drauf zugreifen kannst, aber du hast trotzdem deine komplett eigene, dein eigenes Programm praktisch. Außerdem ist Musikerjob halt mega günstig und kannst du benutzen als Einzelperson mit wenig Equipment bis zu einer Firma mit 10 Köpfen und ein ganzes Lager voll, ja, das also hat auch Barcode-Unterstützung und alles und Scheiß. Keine Werbung, ich mache keine Werbung dafür, ich finde das halt nur selber super, weil es einfach nichts kostet und dafür man halt wirklich was Gutes bekommt. Okay. So, dann würde ich sagen, essen wir eine Kleinigkeit. Um 15 Uhr kommt nämlich schon Erik vorbei. Das ist in 50 Minuten. Und dann werden wir schon mal alles vorladen, packen und so weiter. Vor allem ganzen neuen Kabel, die ich gebaut habe. Da komm, das zeige ich euch mal ganz kurz. Ich habe ja Sommerkabel bestellt. Also erstmal hier ein paar neue Verteiler. Ne, man braucht ja auch immer genug Verteiler. Jetzt haben wir insgesamt irgendwie 40 Stück oder so. Dann habe ich hier ein paar neue Speaker-Kabel gebastelt, ein paar neue NF-Kabel. Also man kann es auch hier richtig schön sehen. Ich bin da ja mega stolz drauf. Schaut euch das mal an. Ja. Sieht hübsch aus, ne? Guten Tag. Der Nico, der ist dann noch am Arbeiten. Hallo? Hallo! Wir sind hier, guck mal, unsere Praktikanten. Aber wir würden schon einen Vertrag bekommen, oder? Nee. Ich bräuchte eigentlich die linke Hand. Aber guck mal, weil da kannst du nämlich so machen. Ja. Nico, ich überlege übrigens doch noch einen Drum Riser zu bauen. Hab ich auch gesagt! Mann, ich überlege, ich frage doch. Wir haben jetzt gerade heute für die Trassstäher. Ist uns aufgefallen, dass das mit Holzbodenplatten vielleicht nicht so geil ist, wenn wir dafür so viel ranklatschen. Das heißt, wir haben jetzt noch 8 von diesen wundervollen M12x100 Schrauben gekauft, um halbe Eier an den Bases festzumachen. Ja, weil wir sowas nicht mehr rumliegen hatten. Nico fährt Auto. Mit Kapuze wie ein Gangster. Nee, genau. Der war nur scheißkalt.
Rausgehen, Mann. Und? Hast du Spaß? Wundervoll. Mann, Nico, das ist jetzt hier verdreht. Er steht da wie ein Stück Elend. Das tut mir auch echt was. Oh, sieht das scheiße aus. So Leute, am Pult hat sich noch so einiges geändert. Wir haben jetzt Atmo-Mikrofone, also für Applaus und so weiter, für die Videoaufzeichnung. Wir haben noch Funkstrecken dazu bekommen, wir haben noch ein paar mehr Vocals und wir haben noch ein paar mehr Gruppen, ein paar mehr Ausspielwege. Deswegen muss ich die Show jetzt praktisch anpassen, sozusagen, die D-Live-Show. Und da ich aber morgen dafür absolut keine Zeit hätte, weil wir morgen echt wenig Zeit zum Aufbauen haben, gibt es eine Software von LNT, die nennt sich D-Live Director. Gibt es auch für Q und, für Q weiß ich gar nicht, auf jeden Fall für GLD gibt es das auch. Dass man am PC praktisch schon die Show vorprogrammieren kann, aber das gibt es für viele Hersteller, für Digitalpulte, viele machen das. Dann gibt es hier eine Excel-Tabelle, ganz wichtig, mit dem Patchplan, das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr auch so eine solche Live-Geschichten macht, die ein bisschen aufwendiger sind, druckt einen Patchplan aus, den jeder wirklich jeder lesen kann, klebt dann die Stagebox ran, klebt nochmal auf die Bühne, dass wirklich jeder weiß, der Bühne macht, wo was draufzustecken hat. Und dann kann man halt auch mal ganz einfach auf dem Papier, zum Beispiel manchmal noch raufschreiben, auf welchem Subchor-Kanal es gerade drauf ist, ja. Das ist wirklich ganz wichtig. Bei so vielen Kanälen ist Ordnung echt das Wichtigste. Ja, ich sag's so, wichtig. I wanna be inside.